Ich wollte eigentlich zuvor noch kurz was dazufügen, und zwar mal über die Selbsthaltung gesprochen. Und wollte über ein schönes Erlebnis berichten mit der Emmy. Sehe, wie viel Kraft sie jetzt gekriegt hat. Auch in diesen Trabreprisen. So, und nach so einem guten Tag, wenn ich sehe, es hat wirklich gut geklappt, konnte ich es nicht verkneifen und habe mich draufgesetzt. Und es ist nicht zu vergleichen mit, wie ich früher mir diesen Trab erarbeiten musste, dass der so locker, geschmeidig, selbsthaltend ist. Das kann die natürlich nicht lange halten, aber du sitzt butterfederweich auf diesem Pferd. Es ist ein Traum. Ja, ist geil, ne? Das ist so ein bisschen, als ich das erste Mal hatte, dachte ich, ich sitze in dem Pferd. Ja, und du musst dann aber auch so stark sein und zu so sagen, boah, geil, lass wieder lang, lass gut sein, weil, also, es ist klar, dass es nicht lange zu halten ist, aber es ist ein irre geiles Gefühl, sehr schön. Also wirklich butterfederweich, da sitzt du, ich habe keinen Sattel, nichts drauf gehabt, weil ich wollte ja gar nicht reiten und saß drauf und du sitzt wie naufgegossen und Wahnsinn. Ja,